Selbst gemacht oder gab es sowas wie Management? Nee, es gab nie richtiges Management. Also ich habe mich immer als sagen wir mal, Total Artist empfunden. Also schon sehr frühzeitig eigentlich. So. Und ich dachte, Total Artist macht das eigentlich alles selbst. Auch, also auch kein Rechtsanwalt, kein Steuerberater und ich mache heute auch Steuern, ich mache alles selbst. So. Und durch 20-jährige, über 20-jährige Auseinandersetzung mit Düsseldorf intern und mit der Industrie auch in dem Zusammenhang, war schon auch so ein kleines Jurastudium. So. Und ich finde das im Prinzip gut, aber es wäre natürlich, also sagen wir mal, ja, es ist begrenzt, glaube ich, die Möglichkeiten. Obwohl ich immer daran geglaubt habe, dass letztlich die Musik das schafft. So. Und die Marktmechanismen und das ist alles so perfekt installiert heute, dass da, also um da wirklich reinzukommen, effektiv reinzukommen, müsste an irgendeiner Stelle Federn lassen. So. Und das ist mir bisher noch nicht gelungen. Also ich habe bisher noch nicht den Typen gefunden, wo ich sagen würde, ja, okay, der macht das besser als ich. Und ich bin auf der anderen Seite aber auch noch relativ vogelfrei. Also stecke jetzt nicht in solchen Zwängen, in denen vielleicht Gracia oder was weiß ich. So, ne? Sowas würde mir wahrscheinlich nicht passieren. Ne? Aber zufrieden bin ich damit auch nicht, muss ich sagen. Ne? Das ist aber, wenn du jemanden kennst, so, also ich sehe da nach wie vor ein Riesenpotenzial, so, was im Prinzip brach liegt. So. Also ein gutes Single, ein guter Video und so. Das, und eben live auch so, ne? Das ist auch so ewig.